Herzlich willkommen zu einem neuen Video von SimpleLifeStories.net. Ja, das ist Angelika. Und das ist Monja. Genau, so ist es. Ja. Und hier kommt ja auch ein Bastelvideo, ein versprochenes Bastelvideo, da ja im letzten der Stern so fürchterlich, der ist jetzt hier schon im Müll quasi, so fürchterlich verunglückt war. Ja, ich schäme mich auch, deswegen, ich tue ihn ganz schnell wieder weg. Du brauchst dich nicht schämen. Und jetzt haben wir einfach ein Stück, ja, du sagst das so einfach, jetzt haben wir hier ein Stück Papier genommen. Ich habe zwei Dreiecke drauf gemalt und jetzt haben wir sowas Sternähnliches und schneiden das aus und nehmen das als Grundlage für den Washi-Tape-Stern, ja. Ich überlege mir mal, welches Washi-Tape wir nehmen. Ich denke mal, ich werde etwas ganz Simples nehmen. Also ich finde dieses hier unheimlich schön. Was für ein Planer immer sehr dominant ist, ist für solche Projekte richtig schön. Ich denke, ich werde auch zwei verschiedene nehmen. Entweder die beiden, wie ich das schon vorhatte, oder die. Oder was ganz Schlichtes. Ja, vielleicht nehmen wir das. Also, mal schauen. Wenn es fertig ist, wenn der Stern fertig ist, dann geht's weiter. Ihr könnt natürlich auch noch ganz andere Sterne machen. Also es ist eurer Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Es müssen auch nicht nur Sterne sein. Es kann alles sein, was ihr aus Washi-Tapes macht. Ihr könnt quasi ganze Landschaften daraus bauen, wenn ihr möchtet. Und nur ganz ehrlich, man sieht, wir brauchen irgendwie eine Grundlage, wenn es nicht gerade eine Feder ist, die man einfach so rechts und links abschneiden kann, brauchen wir irgendeine Grundlage, dass das Ganze auch die richtigen Ecken und Kanten bekommt. Gut, das war ja jetzt auch die einfachste Lösung, weil das andere ist ja viel zu schwer, außer Hand. Ja. Das außer Hand zu schneiden, außer Hand zu malen, ist ja eine Sache, aber außer Hand zu schneiden. So. Okay, hier. Ja, danke. Jetzt machen wir mal einfach. Du bist der Schneider. Ich bin der Schneider. Ich mache jetzt einfach, oh, ich kann es auch einfach reißen. Genau. So. Ich mache es einfach so, dann geht das ganz schnell. Kriegst du die übereinander? Genau, damit wir so eine Fläche bekommen. Mhm. Und dann wird es wieder aus. Vorder- und Rückseite? Erstmal nur die eine Seite, ne? Mhm. Ich finde die Idee genial. Ich meine, es ist doch wirklich super einfach, so zu machen. Ja, jetzt wird es ganz einfach, ne? Und ganz schnell. Das kann man auch schon mit Kindern machen für die Vorweihnachtszeit. Ist eine schöne Bastelidee, genau. Ist ein bisschen fummeln, dass ihr das wieder abkriegt. Aber ihr seht schon, dass das Kleben ist sehr viel einfacher, wenn wir es so machen. Jetzt nochmal einmal schneiden. Dann brauchen wir ein Stück Band. Ich klebe das noch hier drauf, glaube ich. Also, ich klebe das erstmal auf den Tisch, weil ich könnte das vielleicht noch verwerten. Ja, ja, Schnipselverwertung, genau. Ja, aber das ist doch so schade. Ja, für. Vor allen Dingen, weil es irgendwie geschnitten ist, irgendwie unregelmäßig. Das kriegt man meistens aus der Hand auch gar nicht so wirklich hin. Und da sind ja wirklich überall Ecken und Kanten. Und ne? Deswegen ist das ganz hübsch, wenn das so geschnitten wird. Muss auch gar nicht so hundertprozentig jetzt sein, weil da kommt ja noch was drauf von der anderen Seite, ne? Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir den Stern da wieder abkriegen oder einfach drauf lassen und das Band dagegen klebt. Ich tendiere schon fast dazu, dass die Pappe einfach drauf zu lassen, weil es dann ein bisschen stabiler werden könnte, gerade wenn man es ins Fenster hängt. Weil das ist wirklich so Traumfänger, ne? Das wackelt so hin und her. Hm. Ist vielleicht. Ich würde hier auf jeden Fall die Pappe drunter lassen. Mal auf gucken, jeden Fall. Wie wir das hinkriegen. Mal schauen. Es hat schon was, ne? Es ist schon ein bisschen stabiler hier einfach. Weil wenn ich das jetzt hier abziehe, könnte sein, dass ich dann alles. Also ich lasse es jetzt einfach mal drauf und nehme etwas dagegen. Jetzt musst du erst das Band da drauf legen. Genau, ich lege das Band da drauf und dann klebe ich das dagegen. Ich wollte den Anfang schon mal finden. So vielleicht? So? So, ne? Ja.
auch hier nur zählt gar nicht, dass das besonders schön und akkurat ist. Im Gegenteil, macht ruhig ein bisschen hin und her. Muss gar nicht so ordentlich sein. Das wird ja noch geschnitten und da kommt es ja auch ins Fenster. Also es hängt ja. Ich finde das wirklich schön. Ich mache da noch mehr von. Man kann ja vielleicht nicht so ein großes Fenster, aber ein kleineres Fenster da richtig schön mit ausschmücken jetzt zu Weihnachten. Ja, da kann man bestimmt einiges machen. Na, wieder abziehen und dann wird wieder geschnitten. Schön sieht das aus. Schneid uns doch mal einmal hier los. Die abboseln immer mal so. Darf ich natürlich das Band nicht mit durchschneiden? Das wäre fatal. Dann fangen wir wieder an. Ne? Nicht nur verunglückter Stern, sondern verunglückter Stern mit Band. Also das braucht ihr. Ja, auch die Sachen sind aus unserem Planer Buddy Club. Falls ihr davon noch nicht gehört habt. Und ich rede da wirklich viel drüber. Schaut einfach auf unserer Webseite vorbei, simplelifestories.net. Hier unterm Video einfach auf Mehr Anzeigen klicken und dann seht ihr einen Link zum Planer Buddy Club, beziehungsweise auch einfach zu unserer Webseite. Und der Planer Buddy Club ist einfach Tauschen von Zeug, ne? So irgendwie kann man das. Also von Stickern. Tauschen von wunderschönen Sachen, die Monja in helle Freudesrufe stützen und sie sich kaum retten kann vor Begeisterung. Ja, das ist wirklich so. Also ihr schickt uns ein Paket und wir schicken euch eine exklusive Kollektion zurück. Das könnt ihr nicht nur für euren Planer nehmen, auch so zum Basteln, wie ihr seht. Da ist Washi-Tape drin, da ist eine Sticker-Kollektion drin mit ja fast immer so 200 Stickern. Das kann man nicht so genau sagen, je nachdem, was alles so da reinpasst. Und natürlich, und auch Bastelideen, ja, die kriegt ihr hier in unseren Videos. Und hier ist der Stern fertig. Also ihr seht, ihr könnt es prima hier ins Fenster hängen. So schön. Könnt ihr das machen, ja. Super. Also so funktioniert es prima. Ihr könnt ausprobieren, ihr könnt uns was schreiben, ihr könnt uns was zeigen, wenn ihr Fragen zum Planer Buddy Club habt. Auch bitte hier in die Kommentare über einen Daumen hoch. Hoch, nicht runter. Freuen wir uns natürlich. Also, ja, und schaut bei uns vorbei. Und ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Aber ich wollte euch eigentlich hauptsächlich sagen, ihr könnt euch einschreiben, dann bekommt ihr das Ganze. Oder ihr könnt mit uns tauschen, dann bekommt ihr ein wunderschönes Paket. Einfach zum Basteln und Spaß haben. Macht mit. Ja, schaut bei uns vorbei. Ich freue mich auf jedes Paket, das ich packen kann und zusammenstellen kann. Und ich verspreche euch, es wird für jeden ein wunderschönes, ganz exklusives Paket. Ein Weihnachtsgeschenk für euch, wenn ihr Lust habt. Ja. Natürlich. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.